Was war dein peinlichster Moment in der Schule? Ich habe mal im Chemieunterricht ein unverbundenes Kabel unterm Tisch gefunden und habe das in die Hand genommen und dabei gab es einen Kurzschluss und dann gab es einen großen Funken. Die Sicherungen im ganzen Gebäude sind rausgefallen, alle Brandschutztüren sind zugegangen und ich stand mit dem rauchenden Kabel in der Hand und musste sagen, da ist ein Kabel locker, aber also ich habe damit nichts zu tun. Ich konnte auch wirklich nichts davon, aber ich hatte wirklich den ganzen naturwissenschaftlichen Trakt der Schule stillgelegt. Das war schon relativ peinlich so, vor allen Dingen als Physiker jetzt. Am 26. Mai werde ich... Ja, selbstverständlich wählen gehen, und zwar sowohl zur Europawahl wie zur Kommunalwahl. Ich hoffe sehr, dass wir Grünen ein sehr gutes Ergebnis machen, so europaweit, aber auch hier für die Kommunalwahl, unsere Fraktionsstärke halten und vielleicht auch noch zulegen. Das würde mich sehr freuen. Welche Initiativen in Freiburg haben deine Unterstützung? Tatsächlich Mitglied bin ich beim Förderverein Energie- und Solaragentur, die sich eben auf die unterschiedlichsten Art und Weisen für eine Energiewende in Freiburg und der Region einsetzen. Und dementsprechend unterstütze ich auch alle Initiativen, die eigentlich in diese Richtung gehen, was wir da noch in der Stadt haben, von Privatleuten bis hin zu Initiativen, dass die Leute sich jetzt auch leichter Balkonsolarmodule an ihre Häuser oder in ihre Mietwohnungen bauen können. Pia, Kaiserstuhl, Schauensland oder Thuniberg? Ja, du wusstest die Antwort schon, weil hier steht nämlich nur Kaiserstuhl oder Thuniberg oder Schauensland drauf. Ich selber komme vom Thuniberg und von daher ist es für mich ganz klar, Thuniberg, das ist ein wirklich schönes, kleiner Hügel eigentlich, auf dem wunderbarer Wein wächst und ein sehr, sehr guter Spargel und ich laufe dort sehr gerne spazieren. Also von daher ganz eindeutig, Thuniberg.